Hi ihr Lieben. Hi. So, heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr es auch, ihr schaut ein Porno und dann seht ihr, dass der Mann da Unmengen an Sperma rausspritzt und ihr fragt euch, stimmt irgendwas mit mir vielleicht nicht? Ja, das kennen bestimmt viele und wir dachten, wir geben euch mal ein paar Tipps, wie auch ihr mehr abspritzen könnt, mehr Sperma produziert. Genau. Ja, willst du mal anfangen? Was hast du für Tipps? Also ist natürlich richtig geil, wenn ganz besonders viel rausspritzt. Ich glaube, da steht jede Frau und jeder Mann auch drauf, wenn da richtig viel rauskommt. Und ich würde sagen, auf jeden Fall Voraussetzung Nummer 1 ist ein gesunder Lebensstil, Gesundheit allgemein, dass da viel rauskommt. Trinkt schön viel, also wenn ihr am Tag nur eine kleine Flasche Wasser trinkt, könnt ihr nicht erwarten, dass da ein Vulkanausbruch stattfindet und da richtig viel rausspritzt. Also achtet darauf, immer genug zu trinken. Kein Alkohol am besten, das vermeiden, keine Drogen. Seid aktiv, ne? Der Körper, der Kreislauf, da muss im Schwung sein, dass da auch, dass man merkt ja, wenn man irgendwie faulenzt oder so, man schwitzt auch nicht viel und ich glaube, da spritzt auch nicht viel, wenn man jetzt nur auf der Couch rumhängt und sonst nichts macht, außer zu wichsen. Und ja, achtet auf eine gute Ernährung, dass ihr viel Eiweiß zu euch nehmt, viel Magnesium, Calcium, Zink, das braucht ihr alles, um viel Sperma zu produzieren. Genau, und am besten auch keine ungesättigten Fettsäuren, also eher gesunde Fette, die zum Beispiel in Nüssen, Avocados oder Oliven sind. Ja, das nochmal zur gesunden Ernährung. Genau. Und genau, was auch noch ein Tipp ist, die Technik auf jeden Fall. Die spielt ja, auch genau. Mit rein, ich wollte gerade auf irgendein Gemüse zurückgreifen, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches es war. Egal, vielleicht das ist auch kein bewiesener Tipp, das ist nur so ein Gerücht. Vielleicht fällt es mir noch ein. Nee, genau. Aber die Technik ist auf jeden Fall wichtig. Das kann man üben, viel abzuspritzen, indem man halt auch relativ regelmäßig masturbiert und versucht auch, es so lange wie möglich rauszuzögern. Oder auch nicht jedes Mal dann wirklich abzuspritzen, sondern es auch einfach mal zu lassen, weil dann produziert es mehr und staut sich an. Und wenn ihr dann mal ein paar Tage gar nicht abgespritzt habt, dann merkt ihr auch selber, dass da viel, viel mehr rauskommt. Ja. Ja, also ich habe auch manchmal Leute in der Cam, die sagen mir, dass die schon seit 3 Wochen lang nicht gespritzt haben. Mhm. Aber wo die dann zu mir in der Cam kommen, sagen die, sie sind schon seit 3 Stunden oder so am Masturbieren. Ja. Und was da dann für Mengen kommen, also ich glaube das auch, dass die echt keinen Scheiß erzählen, ne? Was da manchmal kommt. Ja, ich habe auch schon ganz Krasses gesehen. Also in der Cam, einer, da habe ich mich echt erschrocken. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand so viel abgespritzt hat. Ich dachte noch, wie kann das sein? Wie macht er das? Wo kommt das her? Aber ja, das ist dann, glaube ich, wenn die an einem Tag auch wirklich immer wieder masturbieren und immer wieder abbrechen, so bestimmt 10-mal oder so, dann staut sich halt einiges an und dann kann da schon eine richtig fette Ladung rauskommen. Ja, ne? Also vor allem dieses Stop and Go, ne? Wenn man eine Anleitung gibt und du merkst so, der ist kurz vorm Kommen und dann sagst du Stopp, ne? Und das über eine längere Zeit immer wiederholen und dann lässt sie ihn vielleicht erst so nach 30 Minuten dann endgültig kommen, dann kommt auch gefühlt einfach viel, viel mehr, wie wenn jemand einfach in einem Wisch anfängt und bis zum Ende durchmasturbiert. Also da ist echt manchmal eine große Menge zu erreichen. Ja, und ich glaube auch das Gefühl muss ja auch viel, viel geiler sein. Jetzt mal abgesehen davon, dass man nur mehr abspritzt, muss es ja extrem krass sein, der Orgasmus, den man da bekommt. Und mir ist auch das Gemüse wieder eingefallen. Sellerie war es. Echt? Also, okay. Wenn man so 3 Stangen Sellerie am Tag isst, soll das auch helfen. Also könnt ihr mal ausprobieren. Ist vielleicht nicht das leckerste Gemüse. Ja. Und genau, und die Körpertemperatur ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Weil nämlich die ideale Hodentemperatur ein bisschen unter der normalen Körpertemperatur ist. Und gerade wenn man viel Sitzheizung benutzt im Auto oder oft warm badet oder in die Sauna geht, kann das auch gut, schlecht sein. Ja. Also achtet darauf. Genau, und vielleicht, wenn ihr drauf steht oder vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren, die Eier abzubinden. Ich habe das Gefühl, das bringt auch nochmal einen schönen Extra-Druck rein, wenn die schön abgebunden sind, mal mit einem Lederbändchen oder so einem Cockring gibt es auch extra dafür. Oder Schnürsenkel tun es auch, wenn ihr sonst nichts habt, ne? Oder ein Ladekabel. Einfach schön unterhalb vom Schaft, unter den Eiern, schön abbinden, dass die schön prall hervorschauen. Und das bringt auch nochmal einen richtigen Extra-Druck drauf. Und vielleicht auch besonders dann beim Abspritzen, dass man praktisch den Samenleiter dann, wenn man merkt, es kommt, noch mal kurz zudrückt,
Und dann halt wirklich alles auf einmal rausspritzt, damit es mit einem besonderen Druck auch noch rauskommt. Ganz genau. Oder schönen Druck auf die Prostata auch noch geben vielleicht. Ja. Das kann auch nochmal dafür sorgen, dass es wahrscheinlich besonders weit spritzt. Das habe ich schon erlebt, dass jemand, der sich es dann auch noch mit einem Dildo anal gemacht hat, in dem Moment, wo er kommt, den nochmal so richtig tief reingeschoben hat und dann ist es ganz besonders weit gespritzt. Mhm. Würdest du sagen, das kommt auch noch auf die Schwanzgröße an, ob man viel spritzt oder nicht? Ich habe das Gefühl, nämlich oft welche, die kürzer sind, ja, da kann sich auch nicht so viel anstauen. Bei den großen das kommt Gefühl, auch meistens echt mehr. Erfahrungsgemäß habe ich das auch so erlebt, ja. Ja. Also, dann ist euch nicht zu helfen. Ihr könnt es ja trotzdem mal versuchen. Ein paar Prozent mehr kann man da vielleicht schon noch rausholen. Ja, da könntet ihr uns auf jeden Fall ordentlich überraschen in der Cam auch. Falls ihr ein Minischwanzloser seid und der ganz uns mal richtig überraschen wollt, dann probiert unsere Tipps aus und zeigt uns, wie sehr es geklappt hat. Überzeugt uns vom Gegenteil, dass Kleine nicht so viel spritzen können. Ja, da sind wir gespannt. Ja, ihr könnt es ja gerne wissen lassen. Seid ihr mit eurer Menge, was da rauskommt, zufrieden? Habt ihr auch schon mal ausprobiert, ob da mal mehr oder mal weniger kommt? Interessiert ihr euch für das Thema Sperma überhaupt? Ne? Es geht ja da auch noch so in Richtung Geschmack manchmal, ne? Dass man da experimentieren kann. Mhm. Lasst uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch schon wieder. Bis dann. Tschüss.